Hier sieht ihr meinen alten, mein, da, wo ich gerne hin will wieder. Wollen wir das einmal anschauen, Chat? 13 Minuten 39 mit Schatten. Digga. Wir checken das Video einmal ab, wir gucken uns das mal an und dann gehen wir ins RP rein, okay Chat? Das Hemd ist nice, dankeschön. So, moin und ahoi, meine lieben Freunde. Nordische ahoi. Grüße aus Kiel mit meinem lieben Freund Abu Goku. Schön, dich kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall gleichfalls. Ja. Wir sind ja schon lange Fahrt direkt hergekommen. Genau, genau. Wo sind wir hier? Ja, Bruder, wir sind hier mitten gefühlt im Herz von Kiel. Ne? Veneta-Platz sind wir gerade hier. Ja, sieht ein bisschen nach einer sozial schwachen Gegend aus. Er war so schockiert, als er da gekommen ist. Er hat das nicht geglaubt von Kiel. Das Arbeiterviertel sogar. Hier sind alles nur Arbeiterwohnungen. Unten ist die Werft. Mhm. Da haben viele ihre Arbeit gehabt. Ich glaube auch, dass der Stadtteil mit den meisten damaligen Kneipen hier war. Gefühlt jede, du bist drei Schritte gegangen, Kneipe. Drei Schritte gegangen, Kneipe. Besser die Lautstärke? Seemann, da müssten wir immer so offen. Kennst du den von Popeye? Ja, Popeye, ja, Popeye, der Seemann immer in der Kneipe. Ich glaube, der war auch Kieler. Ja. Kennst du Werner? Werner, welcher Werner? Werner, gekotzt wird später, ja, oder klar, Werner. Ja, klar. Das ist hier aus Kiel. Ja? Ah, das ist, der ist Kieler sogar, der Brösel. Liebe Grüße an Werner. Armin, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich muss sagen, dass du übelst hübsch bist. So, Habibi. Ich komme nach meiner Mutter. Abu Goku, du bist hier auch groß geworden, Esa? Tatsächlich? Ja, richtig, genau. Du kennst hier jede Ecke, jeden Stein? Tatsächlich schon, ja. Das ist Kiel. Abu Goku zeigt mir gerade hier den Veneta-Platz und ein bisschen Umgebung vom Veneta-Platz. Das ist hier Karlstal. Und genau hier hast du gewohnt? Ich habe tatsächlich genau Luftlinie 30 Meter gewohnt von hier. 30, dann können wir gleich rüber gehen. Ja, komm. Also das ist die Wohnung hier oben. Diese Wohnung, bevor ich sie bekommen habe, war das eine Kripo-Wohnung. Oh. Von da oben haben die hier observiert und die Straße hier, die Kaiserstraße, observiert. Von der Wohnung haben die sehr viele Leute Hops genommen. Dann habe ich die Wohnung bekommen und dieser Bruder hier, dieser Kollege, der hat... Ich weiß nicht, wen ich davon mal erzählt habe. Das ist der Spritzenautomaten, der uns nachts nicht schlafen lassen hat, Chat. So oft, ich hatte damals noch Fahrten, meine erste Tochter ist gekommen. Ja. Da hatte ich ein Kind. Der hier hat unser... Ich habe euch doch mal erzählt, dass Kinder einfach meinen Kinderwagen geklaut haben von meinem Treppenhaus. Das war in diesem Treppenhaus. Hier sind die gerade... Ich komme gerade von hier gekommen. Hier. Und dann kommen die mir mit meinem Kinderwagen entgegen. Die kommen mit meinem Kinderwagen. Ich sag, was? Das ist doch mein Kinderwagen. Habe ich gerade gekauft. Wallah, der hat, glaube ich, 380 oder so gekostet. Das war ja nie. Gefühlt halbe Niere musste ich dafür abgeben. Nein, das war nicht die letzte Wohnung. Nein, nein, nein. Das war meine erste Wohnung mit meine zweite Wohnung mit meiner Frau zusammen. Chat, da hatte ich ein Kind. Da ist gerade meine erste Tochter gekommen. Sie ist jetzt 9. Unser Schlaf kaputt gemacht. Das ist ja so ein Spritzenautomat, da kriegst du ja die ganzen Dings, damit die wenigstens saubere benutzen. Mhm. Und die haben hier nachts gegengeschlagen, geschrien. Ah, und weil dies da keine und das. Spritzen rausgegeben haben. Genau. Hier bin ich auch. Das ist mein Treppenhaus gewesen. Ich bin einmal nach Hause gekommen. Auf einmal sehe ich so ein kleines Kind mit meinem Kinderwagen einfach rausgehen. Ich sag so, was machst du da, so mein Kinderwagen? Ich bin wirklich sehr, sehr überrascht über das Bild von Kiel. Ich war schon mal hier in Kiel. Ja. Ich habe das sehr schön in Erinnerung. Ich war am Hafen, da waren schöne Schiffe, Gorsch Fork, ein paar Matrosen, ein paar Kapitäne. Matrosen. Was du mir jetzt gerade hier zeigst, ist ein bisschen anderes Kiel. Das ist ein anderes Kiel. Das ist, ich weiß nicht, nenn das komisch, aber wenn ich hier in Garden bin, mein Herz geht auf. Ich fühle das hier einfach. Ich kann sein, dass es eine Prägung ist von der Kindheit. Das ist deine Wurzel. Genau, komm, jetzt hast du uns so ein bisschen deine Gegend gezeigt. Jetzt zeige ich dir den Döner. Jetzt zeigst du uns den Döner. Ja. Du hast gerade schon ein bisschen vorverraten, ein bisschen Gemüse ist drin, Tzatziki oder Kräuterknoblauchscharf. Kann man, also eigentlich, wir sagen, wir nehmen einen Spezialdöner und er macht. Und wir wissen nicht, was drin ist. Wir lassen uns überraschen. Da sind wir gespannt, was der Spezialdöner kann. Komm, den essen wir. Guck mal, das feiere ich so. Die machen überall Graffiti-Chat. Warte mal, das sage ich euch mal hier. Das hier ist ein Laden, den habe ich so gefühlt, ne, Chat. Der hat so Secondhand Kinderkleidung verkauft. Nein, 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 nein. VR-Brille? Nein, 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 nein. Nein, nein, Amri. Das ist schon spät und du gehst dann mit Kopfschmerzen schlafen. Und du, ich weiß, warum du mich fragst. Warum haben wir dir die Playstation weggenommen? Ruh. Ja, morgen. Oh mein Gott, Wallah, ich habe gerade überlegt, der ist so schlau, der Junge. Er sagt, darf ich nicht die Brille, als ob nichts wäre. Ich habe vergessen, seine Mutter hat ihn Playstation weggenommen. Jetzt macht er so. auf jeden Fall, der hat hier so sekundären Kinderkleidung verkauft und so. War ein cooler Laden eigentlich. Aber ja, seht ihr ja selber. Das ist passiert, als ich im Laden war. Ich habe hier gearbeitet vor 3,5, 4 Jahren. Ja. Also schon gut, dass es immer noch da ist. ich habe gearbeitet. Dieser Laden gehört einem Bruder.
Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schlauer Informatiker. Ich war hier, ich weiß nicht. Ich glaube, es sind mal Leute gekommen, die wollten was verkaufen, weißt du? Ja, hier ist so umschlagbar, sie kommen dir mit Sachen, Laptop, Handys, dies. Jederware, ja. Und wir haben immer alles abgelehnt. Mhm. Weil man hat Angst vor solchen Sachen, man will diese Sachen nicht machen. Weg, 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 weg. Du willst keine Probleme haben. Und ich glaube, einer war sauer. Da hat, nächsten Morgen, ich mache Laden auf, ich gucke, das Ding ist frisch. Also haben wir drei. Das ist komplett durch, das ist komplett durch. Kannst rein, hier. Guck mal hier mit Folie. Er hat Dings einfach Silikon drauf gemacht, damit man sich nicht schneidet hier. Das kann man sich ein bisschen nur, aber sonst geht. Ja, ist gut. Ist okay für dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, musst du dir vorstellen, ist dieses Loch immer noch da. Für dreieinhalb Jahre könnte langsam jetzt mal die Versicherung was machen. Also hier mit dieser Gemüse, wie du gesagt hast. Ne? Aber das ist da habe ich spezial dann. Aber dann ohne Currysoße. Ja, machst du spezial, einmal Spezialdöner ohne Currysoße. Ja, und einmal Spezialdürüm mit ohne Zwiebeln. Stand da neue Eröffnung bei dem Laden, Chat. Voila, stand da wirklich neue Eröffnung. Ich habe eine Frage, wie kommt ihr auf Curry? Keine Ahnung. In allen, bei uns überall gibt es hier Currysoße. Ja? In jedem Dönerladen. Hast du das schon mal gegessen? Nee. Aber nee. Das ist doch beste Zeitpunkt zu probieren. Oh. Hast du Angst vor Curry? Oh. Nein, mach ihn mal mit Curry einmal. Er muss heute mit Curry rausgehen. Oh, mach Spezialdöner mit allem. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, das ist gar keine Currysoße. Das ist auch süß. Mach ein bisschen. Hast du noch nie eine Currysoße? Nee, wie Curry? Glaub, die nennen das Curry, aber das ist bestimmt nicht Curry. Die wissen das selber nicht. Ja, genau. Genau. Curry. Mach beide mit allem einfach. Ja, fang ihn mal an. Das ist der Star heute. Bevor ich immer meine Gäste besuche, versuche ich immer ein bisschen zu recherchieren. Über dich habe ich nicht viel gefunden. Irgendwo ein ganz kleiner Artikel, zwei, drei Zeilen. Bild-Zeitung? Nee, nicht Bild-Zeitung. Bild hat auch berichtet. Ja, Bild hat auch berichtet. Ja. Was haben die denn berichtet? Das irgendwie Streamer von 0 auf 100 und seine Familie ist trotzdem wichtiger als Stream. Mhm. Also eigentlich für Bildverhältnisse. Nee, also den Artikel habe ich nicht mal entdeckt. Kamera ist so gut, glaube ich. Ich habe entdeckt. Ich habe nur entdeckt hier Abu Goku zockt gerne GTA RP. Weißt du denn hier? Erzähl mal. Ja. Das ist der Hauptcontent von mir, ne? Das ist der Hauptcontent von dir. Ja. Was machst du? Weil GTA, das ist ein gehyptes Spiel, da gehen die Leute los. Es ist eigentlich gar nicht mehr so im Hype. Jetzt sind noch, also der Hype war da, dann waren alle Streamer da, mhm. Der Hype ist weg und jetzt sind noch die Leute da, die sich wirklich dafür interessieren. Wow. Die ja, wirklich ihr Ding damit machen. Und auch die Zuschauer, die... Ich habe mir einfach gerade selber zugestimmt, ich küsse sein Herz. Nein, jetzt habe ich sein Herz geküsst, das war meins. Verdammt, was sage ich hier? Huch. Nicht nur wegen dem Hype da waren, sondern auch, weil sie das interessiert. Und das ist wie eine Serie. Das ist wie eine Serie. Was machst du denn da genau? Ich spiele dort einen kolumbianischen Kartellboss. Du spielst da einen kolumbianischen Kartellboss. Wäre es auch möglich, auf diesem GTA meine Vergangenheit nachzuzocken? Ich war jetzt kein kolumbianischer Mafia-Boss, aber ich denke mal, ich habe da... Eine Vergangenheit. Mist, danke dir. Wie soll ich sagen, eine actionreife Vergangenheit. Ja, natürlich, klar. Du kannst deine Geschichte nachzocken oder du kannst deinen Charakter spielen, der du vorher warst. Und die Hauptsache ist, dass du diese Sachen, die im Spiel passieren, im Spiel lässt. Das heißt, ja, wenn jemand dich dort beleidigt, beleidigt er diese Person, nicht dich. Okay, aber wer kommt... Guck mal, da kann man ja kurz ein bisschen spoilern jetzt von meinem Leben, ne? Also, hin und wieder haben versucht, bei mir Leute, mir Sachen wegzunehmen. Ja. Wie passiert das dann im Spiel? Da gibt's genug Leute, die Sachen wegnehmen wollen. Ach, das sind dann Leute, die auch irgendwo spielen? Eine Rolle spielen, natürlich. Ach. Diese RP-Welt ist so Dings, wenn man da nicht drin ist. Ja. So. Da sind 400, 500, 600 Leute auf einem Server. Ja, klar. Ja. Jeder Einzelne, der da rumläuft, ist ein Echter, der eine Rolle spielt. Aha. Deswegen finden auch viele, also wenn man das einmal sieht, dann bleibt man da meistens hängen. Ja, ist so, das ist einfach so. Du kommst, weil dieses Spiel hat so viel Vielfalt. Du kannst dort Auto fahren, schießen, Strategie, reden, alles. Und dort ist halt die Stimme wichtig, ne? Je nachdem, so, ob du deine Stimme ein bisschen verstellst oder nicht, oder dies und das. Kann man machen, muss man nicht. Warum verstellen? Das ist so unangenehm. Ja, beispielsweise ein bisschen Akzent. Ach so. Weißt du, so ein bisschen Akzent rein, wenn ich jetzt einen kolumbianischen Mafia-Boss spiele. Man muss so ein bisschen auch wie kolumbianischer Mafia-Boss klingen. Ja, so. Ja, genau. Wie klingt denn so ein kolumbianischer Mafia-Boss? Ja, nee, natürlich ja. Ist es so... Ja, dann sag mal, wie klingt der? Zeig mal. Das ist so unangenehm. Also beispielsweise, hier ist das Mikrofon. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, du kleiner Pendejo di mierda, wenn ich dich erwische, dann nehme ich dir deine Waffenrote weg. Hast du mich verstanden? So, Jani, diese raue Stimme, einen auf Zigarren auf Lunge geraucht. So unangenehm, das ist so kringe, eins, wenn das kringe ist, Chat. Was soll ich denn machen? Kennt ihr das, die Leute sagen, zeig mal deine Stimme, was willst du machen, Digga?
Aber musst du nicht. Du kannst auch nur einfach, si, no problema, que pasa, está bien. So, du spielst deine Rolle. Als Italiener machst du das auch, als Mexikaner. Como está bene, tutto grande, eh? Si, está bien, hermano. Wahnsinn, das ist sehr interessant. Also du merkst jetzt schon bei mir nur vom Reden die Neugier. Und vielleicht bin ich demnächst auch mit auf dein Server. Du hast einen Platz? Ja. Du hast einen Platz. Also du brauchst zwei Plätze, weil du so breit bist, Maschallah. Aber danke dir. Aber ich sag dir nur eine Sache. Bitte. Überleg dir das. Weil ich glaube nicht, dass du danach noch rausgehst, um Videos zu drehen. Ja, so schlimm. Die Suchtgefahr ist sehr hart. So weil das schlimm. Einfach nur, das zieht dich in den Bann. Das Ding ist allgemein Shooterspiele. Du musst einfach entweder der Profi sein oder das Spiel macht dir keinen Spaß. Die Leute werden so schnell so gut in diesen Spielen. Du musst alles zack, zack, zack. Stimmt aber auch. Wegen dieser Stimme sind überhaupt Leute auf mich aufmerksam geworden. 100%, habt ihr recht. Hätte ich wahrscheinlich damals die Stimme nicht so verstellt, dann hätten einige Leute nicht meinen Stream gesucht, oder Chat? Und dann wäre Mr. Bitcoin eventuell heute auch nicht Mr. Bitcoin, sondern Mr. Shitcoin. Einfach keine Lust mehr hast, weil das ist so competitive, die ganzen Sachen. Auch Fortnite, das spielen gefühlt vielleicht 10% noch so Leute, die nicht so gut spielen können. 90% sind alle so Profis gefühlt. Das ist nur nach Gefühl. Macht keinen Spaß mehr dann, ne? Nein, macht einfach keinen Spaß mehr, weil du willst ja auch mal Erfolge erzielen. Ja. Heißt ja nicht, dass man nicht verlieren kann, aber es geht einfach um Erfolge erzielen. Du willst einfach als Spieler das Gefühl haben, dass du auch was reißen kannst. Und das hast du bei diesen Spielen einfach nicht mehr. Wenn ihr das verstanden habt, was ich gerade gesagt habe, dann eine 1. Wenn ihr das fühlt, dass gefühlt die Spiele heutzutage auf Competitive sein Vater basieren und dass man gar keine Erfolgserlebnisse mehr hat. Und ich finde die Spielemacher, ich finde es schade von denen, dass sie diese Competitive-Schiene so übertrieben mitfahren. Und das nervt mich einfach. Bin Pro. Erinnerst du, ist ja nicht schwer. Das stimmt, also wenn ich jetzt bei Call of Duty komme, bin ich wach, werde ich schon wieder erschossen. So, er geht ruckzuck. Hat dich dieses GTA oder dieses GTA-Zocken auch dazu verleitet, dass du andere Sprachen jetzt gelernt hast? Du hast ja gerade schon Spanisch fast perfekt gesprochen. Bei mir ist es so, ich hatte damals in der 5. Klasse zwei Freunde. Ja. Camilo und Daniel. Camilo und Daniel. Meine Freunde, wallah. Haben mir, weil die kein Deutsch konnten, Spanisch beigebracht. Die sind aus Ecuador gewesen. Wow. Das heißt, ich konnte vor 13 Jahren sogar sehr, 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 sehr gut Spanisch. Jetzt spreche ich noch Sätze, aber vor 13 Jahren, ich habe sehr gut Spanisch gesprochen. Jeden Tag miteinander, sehr gut Spanisch gesprochen. Und dieses Spanisch habe ich von denen mitgenommen und setze es im Spiel um. Nice, ich kann viele Wörter, kleine Sätze und ein bisschen verstehen. Und das hat mir sogar einen Vorteil gebracht. Und dann dadurch, dass ich irgendwie diese Stimme, ich kann mehrere Stimmen so machen, dass ich verschiedene Charaktere spielen kann. Und dieses Spanisch hat mir sehr dabei geholfen. Das ist schön. Wenn man immer wieder andere Kulturen trifft, kennenlernt, man kann immer voreinander was lernen, austauschen. Und jetzt heute nutzt du das als deinen Vorteil aus. Das, guck mal, das ist das, was die Leute, Allah hat uns zu verschiedenen Völkern erschaffen. Warum? Damit wir uns einander kennenlernen. Und das ist immer wieder, was ist besser als Multikulti? Warum stimme ich mir zu, ich muss aufhören. Absolut. Leider gerät das immer ein bisschen mehr in Vergangenheit. Leider gerät sowas immer mehr in Vergessenheit und Hass spielt immer wieder mehr und mehr eine Rolle, weil wir Menschen uns gerne von den Medien leiten lassen. Finde ich traurig. Deswegen machen wir Biskitschen. Ich warte auf Döner. Jetzt kommt er. Wow. Aber ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht der Kieler Döner wirklich sehr ansprechend aus. Der ist auch, guck mal, hier zum Beispiel. Selbstgebackenes Brot, ne? Ja. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Richtiges Schichtfleisch. Salat mit Summa und Chili drauf. Bismillah. Du nimmst ja jetzt mittlerweile so viele Rollen ein. Das ist schon ein großer Biss, ne? Das ist schon Maschallah. Beim Zocken, ja? Ja. Spanier, Italiener hast du gerade gesagt. Könnte es mal sein, dass du vielleicht in ein bis zwei Jahren auch vielleicht nur so eine Synchronsprecherrolle annimmst? Unbedingt. Ja? Ich liebe was mit Stimmen zu machen und mit Sprache allgemein. Ich bin zwar, was Sprache, Worte und so angeht, nicht der Gebildete. Ich habe nicht mal einen Abschluss eigentlich. Aber spielt keine Rolle. Wichtig ist, man macht das mit Leidenschaft. Das ist das, was ich immer wieder sage. Und ich liebe Stimmen und Sprachen. Ich liebe das einfach, damit zu hantieren, Wortspiele so ein bisschen und ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne Synchronsprecher werden. Nee, in Kiel muss man nicht für frischen Dönerfleisch extra bezahlen. Du musst ihm sagen, kannst du das frisch schneiden, weil sonst haben die das immer in dieser Box drin. Und wenn du denen das aber sagst, dann tun die so, als ob du irgendwie gesagt hast, arbeite eine Stunde länger heute. Die hassen das. Bitte, warum schauen sie mich an so?
Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich habe bisher noch, also ich hatte gerade nur Brot und Fleisch. Ich komme gleich, also ich würde gleich mein Fazit abgeben. Mhm. Bei mir ist echt guter Mix hier. Guck mal, schon direkt immer alles. Die machen nicht so Schicht, die rühren das vorher um. Ich komme wirklich gerade wirklich zur Mitte, lieber Jafar. Und da ist nichts mit Curry. Ich sag doch, ich glaube, das ist nicht mal Currysoße, aber die nennen das Currysoße. Die nennen das Curry, ich glaube, das ist Safransoße, ich sag euch ehrlich. Ich glaube, die nennen das nur. Vielleicht ist es auch American oder so. Wie so eine Cocktailsoße bei uns zu vergleichen. Ich glaube, das ist sogar Cocktail. Ich weiß nicht, die nennen das vielleicht Curry, weil es gelb ist, weißt du? Mit Curry hat das wenig am Mund. Sehr wenig. Aber ich muss sagen, solider Döner. Schönes Fleisch, Petersilie, Summa, da holst du immer viel raus. Selbstgebackte. Petersilie ist so underrated im Döner-Chat. Ist immer wieder stark. Die Petersilie ist so underrated im Döner. Lack, das hab ich doch gerade gesagt! Da sieht man, dass ich immer das Gleiche zu sagen habe. Ich halt meine Schnauze. Finde ich. Hammer, ne? Ich finde das so. Überhaupt Petersilie in der deutschen Küche ist underrated. Ja, ich weiß nicht, warum das nicht so viel benutzt wird. Ne. In unserer Küche, Nahostküche, Palästin, ja. Libanon, ist sie sehr stark vertreten. Nur. Deutsche Küche underrated. Wie kommt's? Also ich muss sagen, mein Großvater, der hat immer richtig geile Petersilienkartoffeln gemacht. Oh. Also Petersilienkartoffeln, wer kennt das, Chat? Eins? In der Familie war das nie underrated, aber... Oh. Aber du hast, kennst du, wenn du nach Lidl gehst, du willst Petersilie holen, hast du immer so ein paar Stängel, 15 Gramm... Warum redet der Typ den an? Du meinst der mit der Tommy Hilfiger Jacke? Keine Ahnung, wer das ist. Da gehst du hier, Petersilie, weil Türkei kriegst du einen ganzen Blumenstrauß. Ich würde sagen, Baumgefühl, ja. So, Kieler Döner mit Currysoße ist auf jeden Fall Charo-approved. Den kann man durchgehen lassen. Danke dir für diese herzliche Einladung. Und okay. Ihr Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sind aber noch nicht fertig. Abu Goku und ich, wir gehen jetzt noch mal was Süßes essen. Wir gehen Lokma essen. Lokma, und deswegen solltet ihr jetzt ganz schnell zu seinem YouTube-Channel gehen, um zu sehen, was wie süß es da naschen. Ne? Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao, ciao. Rein. Ich bin mal gespannt, was die Kommentare sagen. Das ist hart jetzt. Ich kenne den Dude zwar nicht, er scheint aber sympathisch zu sein. Charo sowieso, gibt es eigentlich irgendwann eine neue Folge 25 Gramm? War nett. Auf diese Kombi haben wir gewartet. Okay. Abo sympathisch, okay. Abo sehr korrekt. Schade, dass die Folge nur so kurz war. Man sieht Abo ja auch mal mit Charo zusammen kochen. Okay. Ich glaube, er löscht die Kommentare, die gegen mich sprechen. Voll die süßen Kommentare, warte mal. Chat, würde mich freuen, wenn ihr einmal Liebe im Video lässt und vielleicht das ein oder andere Kommentar dort abgibt.